Und mal schauen, wo wir jetzt hier landen. Soll ich auch nicht so viel trinken, dann müssen wir auch nicht so oft auf Klo, wa? Wie ist hier nochmal? Ach ja, Twilight Town, genau. Übrigens nichts mit dem Film zu tun, Twilight. Wollte ich nur angemerkt haben, ne? Gorsch, we forgot to fill Master Yen Sid in on what happened. Should we go back? You mean about Maleficent and Zigbar? No, the others have already got enough on their plates as it is. Why go stressing them out? The three of us know how to handle a couple of old adversaries, right? Yeah, I guess. But doesn't that thing Pete said bother you? The black box? Come on, we're talking about Pete. That means it's probably no big deal. Oh, I don't know. Oh, cool! The trams are still here! So, it hasn't been that long. Feels like it. Maybe you're feeling what Roxas feels because he misses home. Mm-hmm. Actually, I ran into Roxas in the sleeping worlds. It was like seeing into his heart for the first time. And he was in the data skin, too. Uh-huh. It was a test to see if your data version was ready to face the hurt that you carry inside. Was I ready? I do know hurt. When I lost Riku and Kairi, and later when I lost the Keyblade, and you guys had to go on without me like that? Having no one to turn to was the worst kind of hurt, but that just shows how much you mean to me. Carrying around a little hurt can't be all that bad. Hurting is part of caring. Of course, any Sora is still Sora. So wait, if Roxas feels something, then we're in the right place. Roxas, I'm gonna find you. Suchst du unsere Gebieter? Unsere Gebieter? Hä? Woher kommt das? Was war das? Oh, nicht diese Viecher, die hasse ich. Aber wenn man niemand ist, ist man doch trotzdem immer noch jemand, oder? Mit Koop-Kommandos beschwört Sora magische Manifestation deiner Freunde hierbei, die ihm im Kampf zur Seite stehen. Du löst dieses Kommando aus, indem du im Kommandomenü Koop auswählst. Beim Koop-Kommando auswählen benötigst du eine volle MP-Leiste, die beim Einsatz des Kommandos vollständig aufgebraucht wird. Im Gegenzug wird dein Freund, den du herbei beschwörst, die LP deiner Gruppe wieder auffüllen. Ah, okay, ist nicht schlecht. Drücke, um den Kreis, um eine Höhe zu springen und dann mit jedem Sprung Untervize mehr und mehr mit Luft zu füllen. Drücke dann X, um auf einen Schlag die Luft abzulassen und davon angetrieben in die Gegner zu rasen. Ah, okay. Ich hasse diese Nobody-Scheiße hier, ey. Keiner mag die. Wirklich nicht. Wo sind denn hier die ganzen Lorde, die ganzen Mannequins? Boah, ich feiere das Schild hier aber, muss ich sagen. Muss ich schon sagen, das Schild ist schon geil. Also dieses Schutzschwert-Donnerschild oder was das ist. Warum sind ja eigentlich so viele? Kann mir das mal jemand sagen, vielleicht? Da will ich überhaupt noch welche wahrscheinlich. Boah, nicht, ne?
Was denn für Viecher hier? Goofy-Bomber. Na, den wollte ich glaube ich gar nicht anwenden, aber egal. Auch die Schaukel nehmen wir. Den Goofy-Bomber würde ich gerne noch anwenden auf jeden Fall. Sagen, dann machen wir jetzt Finale. Und noch irgendwo ein Goofy-Bomber notwendig? Nö, haben wir alle fertig gemacht, nice. What was that voice? I know I heard it. I didn't hear it. You sure it wasn't the wind? Or something else? I'm pretty sure. Where'd they come from? Get the ice cream later. Oh. What? Hold up. See? Voices. New ones? What? Painter? Pence? Olette? Oh, oh. What is that? Hey, Sora! Hello, goodbye! Oh. Go! We got this! Soll ich die denn jetzt erledigen? So viele, ey. Wenn mein Schwert aufgeladen ist, dann machen wir den fertig, ey. Jetzt den Konterschild. Woo, yeah! Ja, er ist doch gerade im Gebäude drin, oder sehe ich das falsch? Leute! Alter, der hat ganz schön viel Leben, ne? So mal so kurz gesagt. Bestimmt hier mal irgendwie auf dem Gebäude rauf. Ja, man kann den ja gar nicht angreifen. Was ist das denn? Ah, jetzt habe ich ihn wieder. Nice. Oh, und schon besiegt. Okay. Dafür, dass er so wenig Leben hatte, ging er jetzt doch schnell weg. Hab ich gerne gemacht, ne Jungs? Nice fighting. Thanks, Sora. Hayner, Pence, Olette, it's been ages. What? It hasn't been that long. Donald, Goofy, how are ya? We're good. Howdy there, Olette. So does this mean that weird stuff's going down again? You kidding, Pence? When have we ever seen a tornado of shadowy blobs before? It's not weird. This is unprecedented. Hmm, I guess it is. The creatures from the last time were bright white. These things must be new. Man, I can't wait to get to sleuthing. We're already done with the school project, silly. Whatever's going on, you wouldn't be here unless you had a good reason. Which is? Well, actually, we're looking for Roxas. Roxas? That's funny. I don't know any Roxas. But the name sounds familiar. Was seine besten Freunde. Somewhere. That's one way to put it. Actually, he might have been friends with another version of you. Hmm? This photograph. Yeah. We've got the same one. Oh yeah, the other Twilight Town. It's like one of those spot the differences puzzles, except really easy. I guess in that town, we're friends with this Roxas person. Sora,
Let us help you track Roxas down. Really? Sure, he seems like a pretty cool guy. Yeah, he is. Great, then let's all go ask around town. If alternate us knew Roxas, then maybe alternate other folks did too. Mm-hmm. Sora, you three should go to the place in the photo. It's the old mansion. The three of us will cover places in town. Thanks. Oh yeah, I got this phone thingy that takes pictures. Wanna snap a photo while we're all here? Sure. That's a great idea. Hmm? Wait, who's taking it? Oh. Hmm. Hey, ach, das scheiß Foto. You drew the short straw. It's okay. I'm sitting out of the photo with you, Donald. Can you take the photograph? Wow, wie assi. Everybody smile. Yep. Wow, that came out great. Oh, a lucky emblem. Lucky emblem? Oh yeah, they are huge right now. Supposedly, these things are hidden all over town. And if you get a picture of them, they'll bring you good luck. Cool! Wait, look guys, is that... You're right! I see it too! I knew it! Good luck, because they're not all this easy to find. Okay, we better start asking around. You start by checking out the old mansion. We'll catch up. Got it. Um die Kamera zu aufzurufen, dieses Pad drücken oder eine Fotoalbum gespeichert, den du gedankst. Ja. Und ich soll dann immer von diesen Symbolen ein Foto machen, okay. Machen wir das doch hier mal hier, pop. Womit mache ich jetzt das Foto? R? So mit R1. Okay. I'll help you find the next one. I'd know those ears anywhere. Let's see. Wollen wir mit Donald und Gilfie mal so ein kleines Selfie machen? Hier, ah, können wir Sachen verkaufen und so. Machen wir nicht, machen wir nicht. Sieht hier so ab, für eine Perry. Feiern sie extremst, ne? Hm. Ibi, was ist hier oben so los? Ah, hier war doch hier Ratatouille und so ein Scheiß. Guck mal, wenn wir jetzt hier mal irgendwo... Dann müssen wir erstmal zum Herrenhaus und schalten wir das frei, dann kommt hier so Ratatouille und so. Iri! Okay, wir lassen's. Ich will nochmal so ein Symbol finden eigentlich. Wo sind Gilby und so ein Schirrl? Aber diesmal ist ja recht viel los in der Stadt als beim letzten Mal, als wir hier waren, also im zweiten Teil. Also nicht hier, aber ich. Ey, hier laufen wir die Wand da hoch. Manchmal macht das nicht automatisch, ne?
Kann man auf der Spitze stehen? Sehe ich mich nicht. Was ist denn hier los? Da kommt gleich ein Film. Was denn in schwarz und weiß? Mickey und Sora. Die gucken wir uns mal an. Was ist das für ein Film, ey? Müssen wir uns gönnen. Hä? Da sind wir doch nur in dem komischen Flugzeug unterwegs. Ist bestimmt eine Auflage zu irgendeinem Disney-Film safe. Müsste man kennen wahrscheinlich, aber da passiert ja nichts Neues. Und doch jetzt. Ah, guck mal, jetzt ist Mickey dazugekommen. Und Ende, okay. Oh, okay. Großer crazy Film auf jeden Fall. Nicht für die ganz kleinen Kinder. Oh, da haben wir doch die Sonsebowl. Hallo, wenn man so. Ah, guck mal dann. Kannst du nochmal so sortieren? Wo ist er nicht Donald? Guck mal beide hierher. Nee, noch nicht. Jetzt aber. Okay, nice. Kann man das Foto denn jetzt auch eigentlich schicken? Was ist mein Fotoalbum? Hatten die mir noch gesagt, wie man da hinkommt? Boah. Cheese. Achso, dann kann man lächeln, okay. Schöne Nudelbox. Boah, jetzt schön chinesische Nudeln. Oh, will ich jetzt auch sehen, ne? Generell so immer wieder schön essen gehen beim Chinatzen. Boah, mit Buffet. Boah, hier auf diese. Was bringt mir das? Hat das irgendeinen mehr Zweck? Okay, ich hol ein bisschen Gold raus. War nicht, weil die Leute mir dem Geld zuwerfen oder so, aber das ist. Will ich das mega cool finden. Ja, kein müden Cent würde ich dafür zahlen, wenn mir das irgendjemand vorführt. Kommt man da eigentlich irgendwo hin? Dürfen wir da schon zur Weltkarte zurückkehren? Nein. Okay, da können wir zum Raumschiff voll schön sagen. Ja, doch, ist ein Raumschiff. Doch, kann man schon sagen, denke ich mal. Und jetzt kann man doch hier ein Selfie machen, rein theoretisch, oder? You're gonna take a picture of me? Okie dokie. Machen aber auch nichts, ne? How's this? Goofy enough for you? Aber Donald macht nichts. Ice Cream ist süß, okay. Danke für die. Krasse Info. Dieser Film wird absolut Bombe. Oder ich vertraue mir, der Film ja, ist halt einfach kein Film. Nimm dich in acht, altes Herrenhaus. Ich komme. Was ist denn jetzt hier unten los? Müssen wir jetzt durch dieses Abwassersystem oder was? Ich hoffe nicht. Normal. Ich muss sagen, die Erinnerung sind jetzt gerade so
dass sich der zweite und dritte Teil sich vermischt und ich nicht genau weiß, welche Erinnerung ist aus dem zweiten und welche ist die noch aus dem dritten habe. Das Tunnelsystem meine ich. Weiß nicht, das dachte ich eigentlich, wäre im zweiten gewesen. Juhu. Ah, die sind aber entspannte Gegner. Wenn ich bis. Also bis jetzt sind die entspannte Gegner. Die haben keine komischen Fähigkeiten. Obwohl, es sah da gerade so aus, als wenn die Blitze rausgeschossen. Das könnte aber auch Donald gewesen sein. Weiß ich jetzt nicht genau. Noch eine Truhe hier hinten. Nice. Den Scheiß zerstören. Und rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Ah, okay, dann sind wir jetzt hier im Waldstück. Okay, nice. Hätten wir auch hier irgendwie rübergelaufen können? Nö. Hier können wir nur geil Picture machen. Geht nicht mit der Selfie-Kamera, ne? Warum darf ich das nicht im Selfie machen? Doch einfach nichts mehr mit Ehre zu tun, finde ich, ne? Die sehen aber ganz nett aus, die Headlesses. Ratatouille. Weiß gar nicht, wie die Ratte heißt, eigentlich aus Ratatouille. Heißt der Ratatouille? Nein. Das ist ja eigentlich nur das Essen, meine ich. Auch eigentlich ein guter Film. Goofy-Bomber. Abfahrt. Und das Schild könnten wir wieder anmachen. Und das Schild ist schon sehr stark, finde ich. Form, die er da annimmt. Nicht schon extrem stark, eigentlich. Hält ja recht viel aus, eigentlich, die Affen hier, ne? Würde mal interessieren, ob sie wieder, später in der Herkules-Arena kämpfen müssen. Waffe ist ja komplett OP oder was? Wir hätten den auch. Stark, schön die Spritfahrt gegönnt. Mit dem Flächenschaden treffe ich auch meistens einfach nicht. Und mit dem Wagen hauen wir doch jetzt die letzten weg. Nice. Team Angriffszeit plus, okay. Ein paar Fähigkeiten dazu packen. Well, take care. Oh, was macht er jetzt? Wow, what is what? Was macht er jetzt aus dem Apfel? Zaubert er jetzt gutes Gericht oder was? That little feller's parked on your head. Huh? Would you cut that? Oh. Huh? What a carpet. Maybe he wants you to pick up the fruit for him.
Okay, that's fine, but I can do it by myself. I just need to collect the fruit? Right then. Soll ich da alle Äpfel aufsammeln oder was? So, what are you gonna do with all this anyway? Huh? Oh. Er wird einfach nicht verstanden. Well, okay. You be careful going home. Easy, haust rein. Gib dich zum Herrenhaus. Aha. Sind noch irgendwelche verrückten Sachen? Oh, noch mehr? Bin die Spritzfahrt jetzt gönnen hier. Ja, Baby. Spritzfahrt hatten wir auch, glaube ich, noch bisher noch nicht. Muss ich sagen, ist auch bisher ganz cool eigentlich. Und Finale. Alle weg, oder nicht? Konnte ja keiner überleben. Konnte er nicht. Können wir nicht auch Doppelsprung? Oh, was macht der Affe denn da? Relativ viele Gegner eigentlich auch, ne? Hier in dem komischen Wald. Vorne ist das Herrenhaus. Das will ich heute nochmal mir anschauen und ich denke, dann dankt das auch für heute. Und auch gut was geschafft. Ich denke mal, ich werde das auch komplett durchdaten, also Stand jetzt. Macht mir das auf jeden Fall noch mega Spaß. Und bei YouTube werde ich es wohl auch hochladen komplett. Wird dann mein zweites Let's Play sein, was da irgendwann vollständig hochgeladen sein wird. Alles oder drittes vielleicht sogar. Ich habe noch ein zweites, was ich gerade nach und nach immer hochlade. Aber wie komme ich denn jetzt da zu dieser komischen Truhe hin? Jetzt machen Sachen. Ballonsakt. Besser kann man es einfach auch nicht machen. So, mal gucken, was hier drüben ist. Wieder Gegner. Jawohl. Das war aber schon immer so in Kingdom Hearts. Eine Menge Gegner. Dann hast du die weggeklemmt, kommst irgendwann wieder in die Gegend. Wieder Gegner. Juhu. Hau ihn um. Also, Dicken haben auch schon mal mehr Probleme gemacht, weiß ich noch damals am Anfang. Kam ich immer nicht an den Rücken ran und dann hat das dementsprechend immer ein bisschen gedauert gegen die. Aber irgendwann hatte ich den Kasus Knackterus raus. Kam man da nicht immer ganz gut ran. Oh, okay. Oh, will ich doch gar nicht aktivieren. Bildchen machen. Relativ viele unterwegs hier, ne? Muss man schon sagen. So, gehen wir da mal hin, ne? Mal gucken, was beim Herrenhaus so für eine Party geht. Kann man im zweiten Teil auch zum Herrenhaus? Ich meine nicht. Moin Mädels, moin Jungs. Oder kann man da doch hin? Doch, da kann man auch zum Herrenhaus. Safe. Guck mal, ich habe 18 Stunden 37 habe ich den Teil hier schon gespielt. So steht's doch. Ich überlege die ganze Zeit, wie lange ich hier schon mal dran war. Dann wissen wir, was uns noch bevorsteht, bis ich so weit bin, dass ich nicht mehr weiß, was als nächstes kommt. Gut, weiß ich jetzt auch nicht, weil ich ein Gedächtnis habe vom Stein, aber... Und Steine? Fuck. Das ist nicht irgendwie, dass die gute Erinnerung kam? Egal.
What do you think, guys? This place is even creepier than I remember. Well, they do say that this mansion is haunted. Hey there! Thanks for the heart attack! Oh, what? Did I scare you? Our bad. So how did it go? Did you get any leads? Nope, afraid not. The asking around thing was a total bust. Yep. This old mansion is our last hope. You guys ready? Another Twilight Town awaits. Yeah. Oh, was in den anderen Twilight Town los ist? Stimmt, ein bisschen düsterer da, kann ich mir vorstellen. Aber das schauen wir morgen, obwohl morgen bin, nee, morgen nicht zu 100%, aber Donnerstag auf jeden Fall. Da machen wir auch relativ lange, da ich da lange machen kann. Heute eher weniger. Achso, oh, ist nur noch ein Spieler, okay. Here we go. The password was, sea salt ice cream, right? Okay, I'm in. Let's get that transporter working. Oh man, the transporter's been protected. Protected from what? I guess from us? We can't use it to get to the other Twilight Town. Why not? It worked before. We sent Sora there. Well, that was then. And this is now. And there's no other way? None that I know. Great. Huh? Hello, Sora. You wouldn't happen to be in front of a computer. Huh? Well, yeah. But how'd you know that? I was tinkering with Ansem's computer. You know, to decrypt the code that was left in it. And I noticed that someone had logged in from another terminal. I figured it might be you. Oh, yeah, the log terminal. You don't know any Sora. Yes, yeah. Oh, and what, you do? I know, I haven't got a clue. Then, who was it that logged in? Oh, hi there. This is Pence. I'm the one who logged into the computer. Good. As long as it's a user that we know we can trust. Yup. But I'm kind of stuck here. One of the programs is protected, so I can't run it. Which program? The transporter to the other Twilight Town. It's the only way to find Roxas. You gotta help us. Another Twilight Town? And a transporter? Okay. A virtual town inside the computer made of data. A datascape? Fellas! Mm-hmm. We've seen one. That's what we used once to investigate Jiminy's journal. Maybe I can do something. Pence, let's get a network set up. My address here is... Okay, sharing is enabled. Huh? Were you able to fix it? Now that our two computers have been successfully networked together, I can take control of the terminal there and change the privileges. And Roxas? Yes. For the virtual world to be completely realized, Ansem the Wise would have included Roxas's full data in the construction. Meaning, somewhere on your machine there's a log of that data that... basically, we can decipher Ansem's code more quickly, and we can analyze the virtual Twilight Town while we're at it. Okay, great. I can't computer, so do that. Glad you're following along.
Don't worry, we'll handle it. Chip and Dale will be helping me out here on this end. I'll call you back as soon as we know anything more. Thanks. Oh, before I forget, a bit of troubling news. It's about one of the organization's former members. You knew him as Vexen. But to us, he was Ansem's apprentice, Evan. He was recompleted like the rest of us. But hadn't regained consciousness yet. Then, sometime after Lee left, Evan vanished. Alias and Dylan, the two you knew as Lexius and Zaldin, they went out looking for him, but he's just gone. And I'm starting to worry. Oh? You think he's on their side? I think it's a real possibility. He's a devious researcher. You should be careful. All right. Thanks. Aber easy. Oh no, we got work. I totally forgot. Ganz schön lange Einspieler manchmal, ne? But what about all this? Hey, both are important. We're gonna need some cash to go to the beach. Also, don't forget the pretzels. Gotta buy four now. Hmm? Oh, I get it. He's thinking ahead. Later, Sora. Yeah. See ya, Hainer. Bye, Donald. Goofy. Goodbye! Oh, and since I'm manning the computer here, you guys are in charge of earning my share. No pretzel for Pence. Hey! Boah, echt lange Einspieler und häufig Einspieler, ne? Ist mal so ein bisschen drinne und dann kommt immer direkt schon wieder so ein langer Einspieler. Hm. Ja. Kommen wir mit klar, würde ich sagen. Bestätigen, wahrscheinlich nochmal. Einmal auch ein bisschen lange Ladezeit, muss man auch bestehen. Das alte Herrenhaus. Was kommt als nächstes? Wollt ihr zurück in die Stadt?